In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit einem Smartphone scannen könnt. In unseren Bibliotheken gibt es natürlich auch Scanner und auch an den meisten Kopierern könnt ihr einscannen und die Scans verschicken oder auf einem USB-Stick mitnehmen. Wenn ihr nur ein paar Seiten zu scannen habt, reicht aber meist schon das eigene Smartphone aus. Ihr dürft normalerweise nur für den eigenen Bedarf und auch nicht ganze Werke einscannen. Details findet ihr im Urheberrechtsgesetz. Dreh- und Angelpunkt ist die Kamera des Smartphones, mit der ihr die zu scannenden Dokumente einfach abfotografieren könnt. Die Qualität aktueller Smartphone-Kameras reicht in den meisten Fällen völlig aus. Alle nachfolgend gezeigten Lösungen oder Apps sind lediglich Beispiele für das prinzipielle Vorgehen und sollen keine Produktwerbung sein. Meist gibt es ähnliche Lösungen anderer App-Anbieter, sodass man die Auswahl an den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben ausrichten sollte. Die meisten Scan-Apps können bereits aufgenommene Fotos weiterverarbeiten und verbessern. Natürlich kann man auch direkt in den Apps scannen. Scan-Apps sind auf das Verarbeiten von Dokumenten spezialisiert und bieten Werkzeuge zum Beschneiden und für die Farbverbesserung. Manchmal können sie auch sogenanntes OCR, also eine Texterkennung. Die Ausgabeformate sind in der Regel PDF und JPEG, also JPG. Wenn ihr eure Tools zusammengestellt habt, erarbeitet euch einen passenden Workflow. So könnte der zum Beispiel aussehen. Mit der App CamScanner könnt ihr direkt scannen. Über das Fotosymbol wird die Kamera aktiviert. Anschließend wird das Dokument anvisiert und ein Foto ausgelöst. Wenn die Kontraste stimmen, erkennt die App die Ränder von selbst. Natürlich kann man das aber auch anpassen. Danach werden die Ränder automatisch zugeschnitten und das Bild wird verbessert. Das Verändern der Farben ist nun möglich. Zum Beispiel kann man auf Schwarz-Weiß umstellen. Nun kann gespeichert und ein Dokumentname vergeben werden. Das Dokument ist damit fertig gescannt. Wenn man möchte, kann man auch Bilder aus dem Album anstelle der Kamera verwenden. Zum Beispiel, wenn man Vortragsfolien abfotografiert hat. Im Album kann das Foto mit der Freigeben-Funktion an die Scan-App geschickt werden. Der Rest funktioniert genauso wie vorhin gesehen. Mit dem Teilen-Befehl kann das fertige Dokument in die persönliche Cloud zum Weiterverarbeiten hochgeladen werden. Schauen wir uns noch eine andere App an, mit der die Texterkennung sehr gut funktioniert: Adobe Scan. App starten, die automatische Erfassung abwarten und so Seite für Seite scannen. Am Ende kann auch die Reihenfolge der Seiten verändert werden und bei Bedarf auch die Ränder. Nachdem der Dokumentname vergeben wurde, wird die erzeugte PDF automatisch in die Document Cloud von Adobe hochgeladen und die Texterkennung durchgeführt. Ohne Anmeldung bei Adobe geht das allerdings nicht, dafür ist der Dienst aber kostenlos. Im Acrobat Reader auf dem Smartphone ist der Text nun schon durchsuchbar. Da die Dokumente in der Adobe Cloud liegen, kann man sie auch auf dem Notebook oder PC betrachten und herunterladen. Nun ist der Weg für das Übertragen in ein Literaturverwaltungsprogramm wie Citavi auch nicht mehr weit. Dank der Texterkennung kann man die Titelangaben einfach per Copy und Paste ergänzen. Natürlich lassen sich auch Zitate entnehmen. Und nun viel Erfolg beim Ausprobieren.